Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Chaos auf Deponia. So, wir haben jetzt das nächste Schnabeltier. Wir haben nur noch eins hier. Das fährt da gemütlich rum. Können wir das. So weit, so gut. Jetzt muss ich es nur noch einfangen und zurück zu seinem Nest bringen. Ja, das ist, kommen wir zum einfachen Teil. So, ein Kumpel von mir hat mich eben mal aufgemerkt. Warst du auch schon beim Marktplatz? Da war ja noch eine dunkle Gasse. Ach, man kann über diese Schwarzmarktpenner sagen, was man will. Aber sie verstehen was von guter Musik. Hier haben wir eine Kiste. Tür. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Ist es wohl? Ist es nicht. Das geheime Klopfzeichen geht. Du Trottel. Jetzt hast du's verraten. Lass mich rein. Erst das Klopfzeichen. Na gut. Darf ich jetzt rein? Nein, warte. Ich habe mich vertan. Das war das alte Klopfzeichen. Was? Aber... Ich weiß. Eine Schande, dass wir es geändert haben. Ich konnte es mir viel besser merken. Trotzdem, wir benutzen jetzt das neue Klopfzeichen. Und wie geht das? Das ist geheim. Verdammt. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Haben wir hier noch irgendetwas? Den Stadtplan, der Apotheker. Wir brauchen ja noch irgendetwas. Haken das? Was war es noch gleich, was ich nicht mehr mit Gläsern voller Haken tun wollte? Ach ja, reingreifen. Ein Eimer haben wir hier. Jetzt hab ich eine starke Vermutung. Wir konnten ja hier die Erde mit dem Spaten. Hier, der Spaten? Konnten wir ja nicht nehmen, weil wir ja noch ein Gefäß gebraucht haben. Bestimmt in den Eimer. Lose Erde habe ich genug im Mantel. Wenn ich mehr Erde brauche, sollte ich mir ein passendes Behältnis suchen. Ja, dann eben direkt mit dem Mal. Oh, ich hasse meine Maus manchmal, die reagiert nicht so richtig. Das ist zwar nur Dreck, aber auch nicht mehr als der Rest, den ich mit mir rumschleppe. Ja! Jawohl, einmal mit Erde. Okay, ab zum Industriegebiet. Auf zur Dockswerkstatt. Tiefkühltruhe. Einmal mit Erde. Vielleicht hast du es gerade gesehen, ich habe da mehrmals drauf geklickt und dann irgendwann erst hat es reagiert. Laut Fibel brüten Erdschnabeltiere in gefrorener Erde. Jetzt fehlt nur noch das Ei. Laut Fibel brüten Erdschnabeltiere in gefrorener Erde. Soweit, so gut. Den Eimer mit Erde und Ei da rein. Na, wer ist denn das? Abubudubububu. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Komm, Schnabli, Schnabli. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Komm, Schnabli, Schnabli. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Kann man das wieder aufbauen? Es ist zwar kein Wasserschnabeltier, aber es schwimmt wie eins. Können wir das jetzt rausnehmen? Komm, Schnabli, Schnabli. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Okay, und wenn wir es wieder Eis machen, dann erinnert sich auch Nick X. Nein, der Eisblock sitzt zu fest. Ich brauche wohl Werkzeug. Wie ein Rasiermesserfisch? Damit kriege ich es da garantiert nicht raus. Was haben wir dann noch? Wir haben einen Schraub. Einen Spaten? Damit sollte ich es aus dem Eis befreien können. Ah! Kalt! Dann bringen wir es mal in sein Nest. Wo war das Erdschnabeltier-Nest? Verdammt! Waffenladen? Nein, das war er. Nein.
Oder war das in Bellevue? Also, Erdschnabeltier. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Schon irgendwie drollig. Erdschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. Tja, ich bin nun mal ein unverbesserlicher Tierfreund. So, jetzt fehlt uns nur noch das Kescher. Seltsame Illustration. Entweder wusste der Künstler nicht, was ein Kescher ist, oder wie man ordentlich zeichnet. Dafür brauchen wir die Hose und irgendwie was zum Stabilisieren. Wir sehen uns am Futter nur noch das hier, dann haben wir alle Schnabeltiere abgehakt. Die Hose haben wir. Können wir die irgendwie mit dem Rasiermesser fischen? Das versuche ich erst gar nicht. Meine Sachen riechen schon genug nach totem Fisch. Ja, natürlich. Die kann man bestimmt noch ein zweites Mal benutzen. Meine Sachen sind tatsächlich etwas fusselig. Aber warum sollte ich in meinem Mantel sauber machen? Es ist ja nicht so, dass ich da drin jemals Besuch erwarte. Antenne! Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein Kescher für Flugschnabeltiere. Das heißt, ja, natürlich. Das sieht genauso aus wie der Kescher auf dem Bild in der Fibel. Gut, dass ich so ein brillanter Erfinder bin. Sonst hätte ich ja noch ewig herumprobieren können. Was? Kescher? Komm, Schnabli, Schnabli. Ja, dummes Tier. Dann gehen wir auf den Ausguck. Müssen wir jetzt mal die Flusen reintun oder auf Halbmast machen? Kescher, können wir das da dran machen? Wie sollen wir da rankommen? Dummes Tier. Das muss doch irgendwie gehen. Können wir das Vogelhaus irgendwie so mit Boden locken? Geht das? Das wäre zu genial, wenn das klappt. Weil. Lol. Habt ihr gerade ein Schnabeltier gesehen? Hast du gerade einen Wurm geschnappt? Komm, Schnabli, Schnabli. Schau mal, was Papa Rufus hier Leckeres bei sich hat. Ich denke, Schnabeltiere sind Pflanzenfresser. Wieso essen die Brot? Kescher? Komm, Schnabli, Schnabli. Ha, ich hab's. Ja! Meine Damen und Herren, wir haben damit alle Schnabeltiere fertig. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Schon irgendwie drollig. Flugschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. Ja. Und damit, meine Damen und Herren, wir haben alle Schnabeltiere fertig. Yay! Babs! Hallo, Seagull! Wir können das hey, Date Dad. Halten. Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Die Speisekarte im Chez Schlumpi ist schnabeltierfrei. Das hat aber ganz schön lange gedauert. Musstest wohl erst einmal Schnabeltiereier suchen, was? Ja, genau. Allein die Vorstellung ist zum Totlachen. Wenn ich dann jetzt bitte den Tisch reservieren dürfte. Nein. Nein? Zu einem Date gehört mehr als ein gutes Essen und ein schöner Ausblick, Rufus. Nein? Wie in Nein, meine Suppe esse ich nicht? Du musst die Lady auch mit deinen Manieren beeindrucken. Immerhin reden wir hier von einer Louisianerin, richtig? Ich habe eine Brandblase, zwei Frostbeulen und mehrere Schnabeltierbisse. Und du sagst nein. Wie wäre es mit einem Gedicht? Links die Blase, rechts die Beulen. Noch nicht fertig, muss gleich heulen. Nicht für mich. Für die Lady. Irgendwie bezweifle ich, dass ihr das Gedicht gefallen würde. Ich sehe es bereits vor mir. Der Sonnenuntergang glitzert magisch im Champagner und wirft Reflexe in ihr güldendes Haar. Es ist mehr so orange. Schlumpi serviert das Dessert und dann rezitiere ich das Gedicht. Du meinst, ich rezitiere das Gedicht? Ja, natürlich, du. Also,
Bist du geübt in den lyrischen Künsten? Natürlich. Ich habe zwar meine Hupe nicht dabei, aber das passt schon. Kein Alter. Grund zur Sorge. Ich bin ein Meister der Poesie. Ich muss mir nur noch ein paar Gedichtbände durchlesen, bis ich die passenden Verse gefunden habe. Ach nö, das dauert doch ewig. Geduld ist die wichtigste Fähigkeit des Romantikers, Rufus. Kein Gedicht, keinen Tisch. Verstanden? Von wegen. Ich habe lange genug auf diesen senilen Esel gehört. Die Sache mit dem Gedicht löse ich auf Rufus-Art. A la Rufuse. Mit einem weiteren brillanten Manöver. Nicht weglaufen, ich bin bald zurück. Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Er zieht nicht mal bei Achtjährigen. Mir fällt da jemand ein, der ein Experte ist in Dichtern. Weil ich war kein Dichter. Unser Freund hier. Willkommen nochmal. Also, wenn du mal Zeit hast. Also, wenn du mal Zeit hast, musst du mir unbedingt mal was von deiner Dichtkunst vortragen. Na, dann schnall dich mal an. Hier kommt jetzt der Klassiker. Ich bin hier. Du bist hier, Schnabeltier. Oh, Alter. Oh, ich fühle mich auf einmal so... Erleuchtet? Ein? Bewegt? Krank. See you later, Alligator. See you later, Alligator. Hell yeah, Schnabeltier. Alter. Das ist schon verdammt schlecht. Hey, Dad. Oh. Was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Mal schauen, ob das klappt. Ich weiß jetzt, mit welchen Worten ich Goal beeindrucke. Na, mach dich nicht lächerlich. Zu spät. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Ich will erstmal die anderen hören. Schlimmpunzel, Schlimmpunzel, Ringelrangelrunzel. Lass das mal lieber Papa machen. Deine Haare sind wie Blumen, nur ohne Stängel. Deine Haare sind wie Blumen, nur ohne Stängel. Wie wär's mit uns beiden, gefallener Engel? Lass das mal lieber Papa machen. Ein Müllsammler aus Porta Fisco traf einst eine Frau in der Disco. Ein Müllsammler aus Porta Fisco traf einst eine Frau in der Disco. Sie tranken und tanzten. Das Ende vom Ganzen verrate ich nicht, weil wegen ist so. No. Lass das mal lieber Papa machen. Und jetzt zum Besten aller Zeiten. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Lass das mal lieber Papa machen. Ich wette, ich schaff das auch ohne deine Hilfe. Ich wette, ich schaff das auch ohne deine Hilfe. Das hast du damals beim Topfschlagen auch gesagt. Du hast 3 Tage gebraucht, um den Heimweg zu finden. Und 2 weitere Jahre, um die Wettschulden bei mir abzustottern. Okay. Ich bin am Überlegen. Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Er zieht nicht mal bei 8-Jährigen. Fragen wir jetzt dann doch mal, lieber Crane. Klopf, klopf. Du schon wieder? Du kennst dich doch mit Poesie aus, oder? Du kennst dich doch mit Poesie aus, oder? Ich wäre ein schlechter Dichter, wenn es nicht so wäre. War das jetzt ein Ja oder ein Nein? Sag jetzt nicht, dass du meine Hilfe bei einem Gedicht brauchst. Ich brauche deine Hilfe bei einem Gedicht. Nein! Aber es ist für eine Frau und, Das Wichtigste ist, dass es von dir kommt. Ist es nicht auch wichtig, dass es sich da so reimt am Ende? Nicht unbedingt. Und Metrik, was ist mit Metrik? Hauptsache, es kommt von Herzen. Versuch's mal. Schlimmpunzel, Schlimmpunzel. Schlimmpunzel, Schlimmpunzel. Ringel, Rangel, Runzel. Ist doch gut. Es ist originell. Es ist mutig. Und es hat diese gewisse künstlerische Intransparenz. Bravo. Ich glaube, du bist bereit. Was? Aber... Nein. Schnapp sie dir, Tiger. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er mich nur loswerden wollte. Was ist mit dem Schnabeltiergedicht? Du schon wieder? Ich brauche immer noch deine Hilfe beim Dichten. Ich brauche immer noch deine Hilfe beim Dichten. Brauchst du nicht. In jedem steckt ein Poet. Versuch's mal. Ich bin hier. Du bist hier. Schnabeltier.
Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Nochmal bitte. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Das kann nicht dein Ernst sein. Das ist ja grauenvoll. Das Schlimmste, was ich jemals gehört habe. Ich wollte es ja nicht zugeben. Aber du brauchst wirklich meine Hilfe. Bekomme ich jetzt Unterricht oder so? Um Himmels Willen, nein! Bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Dir kann nur noch der älteste Trick der Dichtkunst helfen. Bogen? Ghostwriting. Ah, meinte ich ja. Hier, nimm diese Wanze. Was soll ich damit? Du sollst sie dir ins Ohr stecken. Aber sie zappelt noch. Stell dich nicht so an. Steck sie dir ins Ohr, dann kann ich dir während deines Dates die richtigen Worte soufflieren. Cool. Wie beim Geheimdienst. Aber die Wanze haben wir jetzt nicht. Siegel jetzt aber. Hey, Dad. Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Ich weiß jetzt, mit welchen Worten ich Goal beeindrucke. Ich weiß jetzt, mit welchen Worten ich Goal beeindrucke. Na, mach dich nicht lächerlich. Zu spät. Vielleicht bin ich nicht so gut mit schmalzigen Worten. Dafür aber habe ich das hier. Vielleicht bin ich nicht so gut mit schmalzigen Worten. Dafür habe ich aber das hier. Ohrenschmalz? Einen Souffleur. Der Dichter wird mir die richtigen Worte einflüstern. Dieser arme Schlucker, der unter mir wohnt? Was soll der dir denn schon groß einflüstern? Müssen sie wirklich nach Mitternacht Klavier spielen? Kommt mir nicht so romantisch vor. Aber ist ja auch egal. Ich habe das richtige Gedicht gefunden. Ich mache es auf meine Weise. Oh, der Junge will auf beinahe eigenen Beinen stehen. Na, was soll's. Warum eigentlich nicht? Ich werde den Tisch reservieren. Und du nimmst das hier. Was ist das? Das ist die Einladung an Goal. Nach allen Regeln der Etikette. Wenn sie das liest, wird sie garantiert zu unserem Date auftauchen. Du meinst zu meinem Date? Genau. Aber vorher gebe ich dir noch ein paar weitere Tipps. Von Vater zu Sohn. Irgendwie war das rührend. Er hat mir sogar einen Anzug geliehen. Am Ende ist er doch kein so schlechter Kerl. Wow. War ein Anzug? Nee, aber eine Einladung zum Lady Goal. Lady Goal, ich hab hier was. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Was hast du denn jetzt schon wieder? Na, was schon? Das ist eine offizielle Einladung zu einem romantischen Essen. Ach ja? Diese Einladung erfüllt tatsächlich alle Regeln der Etikette. Bravo, Rufus. Ich habe mich scheinbar komplett in dir geirrt. Warte nachher in der Altstadt auf mich, ja? Ich freue mich schon darauf, ein paar weitere Vorurteile gegen dich und Deponia ablegen zu können. Ablegen klingt auf jeden Fall super. Ach, Rufus. Ah, sehr schön. Warum kommt sie nicht? Ich wusste doch, dass Paps keine Ahnung von Frauen hat. Bei seinen grandiosen Tipps ist es ein Wunder, dass ich überhaupt existiere. Romantik und Blumen am Popo. Wer kann was erleben? Paps? Was war denn hier los? Blumen? Champagner? Dieser Halunke. Wenn es das ist, wonach es aussieht, dann kann dieser alte Schwerenöter schon mal das Grab für seine Seebestattung ausheben. Jawohl! Was haben wir hier? Funkgerät-Memo? Was ist das? Ich brauche ein Funkgerät. Wozu braucht der alte Penner denn ein Funkgerät? Es sei denn... Boah, das gibt's doch nicht. Erst klaut er mir mein Date und dann auch noch die brillante Idee mit dem Souffleur. Diese elende alte Schmutzwurst. Alter, ist das ein Arsch von Vater. So, jetzt aber erstmal die Crane, gib uns das Funkgerät. Crane, Crane. Was? Ist. Du, ich hab ja noch was gefunden. Ein letztes. Nein. Kleines. Sag es nicht. Memo. Ich brauche ein Funkgerät. Diktierst du ihm diese Memos eigentlich? Lenk nicht ab und her mit dem Funkgerät. Wozu hattest du das eigentlich? Sag ich nicht. Soll ich erst ein Memo holen, auf dem ich brauche Geheimnisse steht? Börsen-News. Also, Crane. Ich muss mal ganz schnell die Tür zumachen. Ich bitte um einen kleinen Moment Unterbrechung. So. Ich höre jetzt auch gleich wieder was. Also, wir haben jetzt zumindest das Funkgerät und wir gehen jetzt sofort mal hier zum Schischlunki. Das ist ja wohl die Höhe.
mir mein Date vor der Nase wegzuschnappen. Dem eigenen Sohn! Wie bitte? Sie sind Rufus' Vater? Das denkt er wohl, aber ich bin es nicht. Das ist doch... Ich habe ihn aufgenommen, als ich noch Bürgermeister von Kuwak war. Wir haben ihn im Müll gefunden. Strampelnd und schreiend. Er ist ein Halden-Baby. Das ist nicht wahr! Erforsche deine Gefühle, Rufus. Ich bin nicht dein Vater. Und das sagst du mir jetzt? Hast du denn gar keinen Anstand? Da spricht ja genau der Richtige. Wohl, du verstehst das nicht. Der Typ hat... Was? Format? Stil? Einen sauberen Anzug? Im Gegensatz zu dir weiß der Captain nämlich, wie man sich einer Dame gegenüber verhält. Also, du hast die Lady gehört. Muss ich erst die Bedienung rufen, um dich mit Gewalt entfernen zu lassen? Zappelnd und schreiend. Wie das Haldenbaby, das du bist. Alter. Also, wir beide sprechen uns noch. Hat sich der Wind gedreht? Es riecht so komisch. Nur ein unbedeutendes Lüftchen, meine Liebste. Mehr nicht. Okay, ich hab gepupst. Aber das macht ihn nicht zu etwas Besserem. Dem werde ich sowas von in die Parade fahren. Der wird eine Abreibung kriegen, die sich seit mindestens 3 Tagen nicht gewaschen hat. Okay, alles klar. Funkgerät. Hallo? Hab's? Rufus, bist du das? Geh sofort aus der Leitung. Ich erwarte einen Funkspruch von meinem Sof. Geh einfach aus der Leitung, okay? Du störst, wie schon damals. Okay, du willst ein Gedicht von deinem Souffleur? Viel Spaß mit Schnabeltiergedichten. Ey, psst. Du kennst dich doch mit Poesie aus, richtig? Aber ja, eines meiner Schnabeltiergedichte hat es sogar auf Seite 3 von Schnabeltier Daily geschafft. Ich sehe schon, ich bin an der richtigen Adresse. Hier. Was ist das? Ein Funkgerät? Ja, das wirst du brauchen. Es geht um... eine romantische Angelegenheit. Schnabeltierromantik oder Menschenromantik? Es geht los. Zum krönenden Abschluss habe ich etwas ganz Besonderes vorbereitet. Ein jetzt. Gedicht zu ihren Ehren. Okay, es ist soweit. Das Gedicht. Wie mein? Das Gedicht. Na los, das war der Einsatz. Oh, da habe ich genau das Richtige. Gib alles. Go, gib ihm. Ich bin echt gespannt. Dein Anblick ist mir ein Pläsier. Du siehst aus wie ein... Schnabeltier? Geht's? Was? Hey, warte, ich... Du hattest recht, Rufus. Segel ist ein Idiot. Es war sehr nobel von dir, dass du mich vor ihm warnen wolltest. Danke. Ja. Ich muss mich bei dir entschuldigen, Rufus. Dein Adoptivvater mag weltmännisch tun, aber in Wirklichkeit ist er ein subilluminierter Zerebralpygmäe. Nur ohne Streifen. Jetzt muss ich nur noch dein letztes alter Ego überzeugen. Um ehrlich zu sein, fand ich dich von Anfang an sympathisch. Du bist wie Cletus, nur dass du über echtes Rückgrat verfügst und nicht so verweichlicht bist. Stimmt, aber sag ihm nicht, dass ich das gesagt habe. Ich bleibe am besten hier, bis du die anderen beiden überzeugt hast. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen eifersüchtig bin. Ganz schön schräg, irgendwie. Ja, sehr schön. Und wie es mit der letzten Goal weitergeht, das seht ihr morgen. Bis dahin. Tschüss.